Ja, grüezi zu diesem Video. Heute möchte ich euch das neue Mitteilungscenter vorstellen, das Notification Center. Das haben wir hier, durch diesen Knopf wird das Ganze eingeblendet und da ist es wie bei den iOS-Geräten auch, werden dann die Meldungen der Apps hier angezeigt. Und ihr könnt hier auch direkt, habt ihr hier einen Knopf, dann könnt ihr direkt jetzt was einen Tweet verschicken. Am Ende vom Jahr kommt hier dann auch noch Facebook dazu. Dann könnt ihr da auch was posten. So, erst gehe ich kurz in die Systemeinstellungen unter Benachrichtigungen. Habt ihr jetzt, könnt ihr jetzt hier verschiedene, also könnt ihr jetzt halt hier die Apps einstellen, die ihre Nachrichten hier hinterlassen dürfen. Dann könnt ihr hier einstellen, ob ohne Banner, mit Banner oder Hinweis. So, und dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal was sehen. Schicke ich jetzt mal von meinem iPad was. So, und jetzt wird das hier oben eben eingeblendet. Dann könnt ihr jetzt direkt draufklicken, bevor, und dann kommt ihr direkt zu dem Punkt halt, wo ich hier gerade bin. Und dann könnt ihr da zum Beispiel antworten. Ich schicke mal nochmal was. So, jetzt wenn man nicht drauf drückt, dann geht es dann bald weg. So, aber jetzt ist es hier in der Mitteilungszentrale und jetzt kann ich auch hier drauf drücken. Dann schicke ich mal noch eine E-Mail. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen dauert, bis das dann ankommt. Ah, hier haben wir es auch schon. Hier ist jetzt die E-Mail. Kann ich auch drauf drücken und dann komme ich hier direkt zu der E-Mail und kann dann zum Beispiel antworten. Ja, und so kommt dann zum Beispiel auch eine Nachricht, wenn es Updates gibt oder so, kommt dann hier auch eine Nachricht vom Mac App Store. Ja, und das war es eigentlich auch schon vom Notification Center. Danke für die 100 Abonnenten, wir haben Giveaway gemacht. Link zu dem Giveaway ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt Mountain Lion gewinnen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.